hails from Canada, from the Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies at Concordia University, and he helped build up the Digital Mass Atrocity Prevention Lab. Please welcome Nikolai. Hello everyone. Thank you. Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank fürs Kommen. And, thank you for CCC for inviting us. Und vielen Dank an den CCC für die Einladung. Just a little bit about myself. Ein bisschen über mich und meinen Hintergrund. Ich arbeite in Montreal für das Institut für Genocide and Human Rights Studies. Seit dem Anfang des Jahres, seit April, habe ich geholfen, das Mass Atrocity Prevention Lab aufzubauen. So, was wir machen wollen, ist in verschiedene Gemeinschaften hacking audience tonight. Like, we also want to be involved in like tech communities and the hacking communities. Wir haben natürlich auch mit den Hack-Communities zu tun, und als wir dann gesehen haben, wer bei der Keynote spricht und die Einführung zu diesem Kongress, haben meine KollegInnen und ich sehr gefreut, dass diese Gemeinschaft sich auch öffnen will und auch zu Leuten, die nicht unbedingt Hacker sind. Also ich kenne mich eher mit internationalen Beziehungen aus. Ich interessiere mich sehr dafür und auch was das CCC in den letzten paar Jahren gemacht hat. Vor allem ein Talk. Vor allen Dingen ein Talk auf dem Camp von Claudia, wo es darum geht, dass die InfoSec-Community Menschenrechtsgruppen helfen soll. Und das hat mit uns resoniert. Wir kommen von der anderen Seite her, in Montreal. Wir sind ein ganz kleines Team eigentlich. Worüber ich reden möchte, ist 20 Minuten. Ein bisschen was darüber, was wir gemacht haben in den letzten 7, 8, 9 Monaten. Es geht relativ chronologisch. Ein bisschen was UN in Peacekeeping und Friedenstechnologie macht. Ein Forschungsprojekt in Media Cloud. Wir haben so ein bisschen Technologisten und Hacker dazu geholt, ein bisschen Hackathon zu machen. Und dann möchte ich einfach ein paar Projekte durchsprechen, die ich sehr interessant fand, sehr interessant, um zu gucken, was ihr davon lernen könnt, um ein bisschen den Dialog zu öffnen zwischen verschiedenen Feldern. Ich komme von einem ziemlich anderen Feld als die meisten von euch. Also, wir haben einen Workshop zum Titel Massengrausamkeitsverhinderung, um irgendwie Frieden zu sichern und Communities zu erhalten. Und mit vielen Leuten ohne technischen Hintergrund. Was wir versuchen in den letzten paar Jahren, ist ein bisschen mehr Textzeug in so einen Workshop reinzubringen. Wie ihr hier seht, haben wir hier so einen Walter Dawn, der ist ein Professor. Und er sieht sich an, wie die UN Technologie benutzt oder benutzen könnte, um Friedensverträge zu verwalten oder neue Wege zu erschließen. Es ist ja 2015 und die UN merkt es langsam auch, die es interessiert. Da gab es den letzten Report darüber, wie man das benutzen kann im Peacekeeping. Und Walter, das ist Teil dieses Expertenpanels. Es ist relativ schwierig zu manövern, das wie ein Schiff. Und wir denken so ein bisschen über Technologie nach. Und es ist mehr militärisch. Es geht also um die Peacekeeping, Kräfte und wie man die ausstatten kann. Aber wir haben uns auch zu tun mit Peace Tech, ein wachsendes Feld. Das ist mehr auf der zivilen Seite und ein Haufen Leute mit guten Absichten sind da, glaube ich, Teil von. Es gibt ein paar Konferenzen da draußen. 2010, 2011 haben sie da angefangen, ein paar Haufen Leute zusammenzukriegen aus der Tech-Community, aus der Entwicklungs-Community.
und der Peacebuilding-Community ein bisschen die Barrieren abzubauen zwischen verschiedenen Feldern, weil das war auch, was wir gesehen haben über das letzte Jahr bei verschiedenen Events, dass es schwierig ist, zwischen den Feldern zu reden, wegen den verschiedenen Interessen und Backgrounds und Kulturen. Und wir finden das eigentlich ganz gut, diese Barrieren abzubauen, ein bisschen. Also, das Teil davon, einfach zu erzählen, was da los ist, das ist noch viel mehr da draußen. Und das ist nur ein kurzer Überblick. Was wir noch gemacht haben, ist, auf dem Montrealer Institut Medien Monitoring Projekt, wo wir Medien beobachten, in Ländern, die vielleicht Fälle von Massengrausamkeiten hatten. Das ist ein sehr prominentes Projekt. Was wir gefunden haben, ist, dass es sehr einfach ist. Wir gucken halt, wir lassen uns auf Praktikanten, die das Ganze machen, um zu sehen, was da alles passiert. Aber das ist sehr qualitative Arbeit. Und wir waren sehr, sehr froh, als wir quantitativere Methoden benutzen konnten. Das ist Ethan Zuckerman, der so ein bisschen gefolgt hat, den wir ihn eingeladen haben, da zu helfen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben die Media Cloud benutzt, das Framework und ein paar andere Tools, vor allen Dingen das MediaMeter Dashboard, das einfach so ein Dashboard ist, wo ihr eine Database eingeben könnt, und in dem Sinne haben wir eine Database gebaut über die US-Mainstream-Medien, die 25 größten Medien in den USA, und könnt nach verschiedenen Sachen suchen, nach verschiedenen Subjekten. Und dann gibt es ja hier diese Timeline, Zeitlinie, Zeitstrahl, wo man ein paar Sätze hat, und oben in der Timeline seht ihr dann, wann es passiert ist. Das ist ganz gut, um einen kurzen Überblick zu kriegen über ein Thema. Was wir in vielen Ländern gesehen haben, ist, dass wir wissen wollen, wie das Sub-Sahara-Afrika also ist, in Sachen Medien, wie das repräsentiert wird. Das sind so ein paar Themen, die immer aufkommen. Es gibt auch ein paar gute Sachen, aber die tauchen einfach nicht auf. Und was ihr da seht, ist, dass wir ein paar Länder haben, Kamerun, Niger, Südsudan, die sind alle nebeneinander. Was wir gefunden haben, ist, dass mit anderen Themen ist dann nicht viel, was man findet. Und wenn dann Interesse ist, dann ist das irgendwie mit dem der Weltmeisterschaft. Und das ist dann das Einzige, was die Medien irgendwie interessant finden. Und wir haben nicht viel, um das zu vergleichen. Also brauchten wir vielleicht was, was irgendwie prominenter ist. Und das war Kim Kardashian. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer das ist. Das ist so eine Berühmtheit, Prominente. Und was sie kriegt, ist viel mehr als diese neuen Sub-Sahara-Afrika-Länder bekommen zusammen. Das ist nichts Neues. Das wissen wir seit den 60ern. Aber jetzt können wir es auch so zeigen mit sehr vielen Daten dahinter. Dann sind wir auch in eine mehr qualitative Forschung gegangen. Was wir da gesehen haben, ist, haben wir 450 Geschichten, die wahr sind. Und der Rahmen dieser Geschichten ist alles Terror, Ebola oder Fußball bezogen. Das sind meistens die wichtigsten Themen über Medienberichte. Also viele Sachen wird gar nicht berichtet. Wenn wir in diesem Phase waren und gesehen haben, was die Leute sehr lesen können, gab es gleichzeitig auch einen Artikel über Medien, und wo sie sagt, dass es auch an dem Datennachfrage ist, dass viele Leute gar nicht über was anderes lesen wollen. Das ist ein sehr starkes Zitat.
ihr Leute klickt einfach nicht auf die Links. Wenn wir jetzt über diese Gräueltatenverhinderung schauen, dann glauben wir, dass es wichtig ist zu wissen, dass die Art und Weise, wie wir einige Länder sehen, gerade afrikanische Länder, brauchen wir einen anderen Rahmen und nicht den Rahmen, den wir haben, der normalerweise eben dargestellt wird wie eben Ebola oder Terror. Eine andere Sache, die wir dieselbe Zeit gemacht haben, als wir die Forschung betrieben haben und wenn wir die Berichte gerade am Anfang geschrieben hatten, gab es ein kleines Ungeschick. Und deshalb will ich hier eine kleine Anekdote die Geschichten teilen. So, wir haben den Vorschlag gesehen ich bin heimgegangen und habe eine E-Mail geschrieben, um herauszufinden, was ist diese Forschung und was ich aber nicht gewusst hatte, war, dass meine Frau ein Chrome-Plugin installiert hat, das die Wörter Cloud in Butt ersetzt hat. Also habe ich diese extrem lange E-Mail geschrieben und das ist, was ich zurückbekommen habe. Zu Ihrer Information ist das Media Cloud und nicht Media Butt. Offensichtlich war es ein großer Fehler und wir waren sehr beschämt, aber wir denken, dass es wichtig ist, dass es auch wichtig ist, eben gerade die Ungeschicke zu teilen, die passieren. So, das ist die letzte Sache, über die ich reden möchte, ist, dass es gab mehrere Hackathons, viele Free and Open Software Hackers und es gibt so eine Hackathon-Müdigkeit oder Ermüdung. Die ganzen Sponsoren, die ganzen großen Firmen, die eben ihren Research and Development outsourcen. Wir haben auch diese Hackathon-Müdigkeit oder Ermüdung gesehen, in dem gesehen, was wir getan haben und Kritik bekommen. Die Tech-Community und die Peacebuilding-Community immer versuchen, zwei Teile zusammenzubringen bei solchen Hackathons. Und das war manchmal schwierig, um einfach die Leute mit diesem Wissen zusammenzubringen. Da hatten wir 40, 50 Leute, aber nur zwei davon hatten wirklich Ahnung, wie man codet. Und wenn man irgendwie versucht, ein paar Ideen reinzubringen für ein Projekt, dann ist das eigentlich wirklich ziemlich viel Rede darüber, was man tun sollte und wenig gegenseitige Ideengebung, wofür ich gehofft hatte. Auf der positiven Seite ist ein besseres Beispiel. Wir waren beim Talking Peace Festival, wo wir den Hackathon in Washington DC gemacht haben und wir hatten eine gute Mischung von Leuten, die coden konnten, die auch über Überwachung nachdenken konnten und die wichtigen Sachen, die hier bei diesem Publikum wichtig sind. Und was wir auch gefunden haben, ist, dass wenn man darüber nachdenkt, Technik nachzubauen, dass es dann sehr wichtig ist, mit der Gemeinschaft irgendwie zusammenzumachen. Und mit den Leuten, die das nachher benutzen. Wir haben also herausgefunden, wo wir gedacht haben, da gibt es viel Bewegung, das ist sehr interessant auf beiden Seiten. Nicht nur von der Policy-Seite, sondern auch von der Seite des Technikwissens und Bedenken. Und was viele NGOs und Menschenrechtsgruppen benutzen könnten, wie Hackathons, um eine Brücke zwischen den beiden Gemeinschaften zu bauen.
Ich meine, heute haben wir viele ziemlich deprimierende Geschichten gehört und ich möchte nicht mit einem Happy Ending enden, aber was ich sagen möchte, ist, dass wir fühlen, dass es viele Menschen gibt, die denken, sie könnten eigentlich zusammenbauen, zusammenarbeiten, um Technologie für Menschenrechtssituationen zu schaffen. Was wir in Montreal gemacht haben, war einfach zu versuchen, zusammenzukommen, gucken, was passiert. Das ist Teil, warum ich hier bin. Deshalb bin ich auch so froh, über Leute mit Leuten zu reden, die verschiedene Gedanken haben und Feedback geben können, weil wenn es darüber ist, miteinander zu reden, dann ist das, was wir wirklich machen sollten. Okay. Ein paar Projekte vorzustellen, die wir ganz gut fanden oder denen wir begegnet sind. Während der Forschung, das ist ein Projekt namens Early Warning. Das The World Early Warning System, welches ein paar Komponenten hat, so statistische Analyse und Experten-Crowdsource. Die fragen einen Haufen Leute aus der Peacebuilding-Gemeinschaft und anderen Gemeinschaften und fragen, was sie denken, was in den nächsten 12 Monaten passieren wird in Land XYZ. Und das ist eine ziemlich große Meinungsabstimmung zwischen 200 Leuten, die da mitmachen, aus verschiedenen Feldern und versucht, so ein paar Methoden zusammenzukriegen. Und ich bin sehr sicher, dass viele Leute, die da mitmachen, auch ziemlich interessiert daran wären, das besser zu machen. Denn was wir denken, ist, dass viele NGOs und Menschenrechtsgruppen ein Netzwerk einbringen können, für Leute miteinander sich zu connecten und oft Wissen haben darüber, wie man die Message rauskriegt und nicht unbedingt über die Message selber. Und das machen dann halt eher die Techniker. Und ich denke, es ist wichtig, dass man die Köpfe von den Keyboards wegkriegt und ein bisschen Blick für die weitere Welt bekommt. Und es wird toll, wenn wir da auch ein bisschen Feedback bekommen. Es gibt noch was anderes. Ich bin sehr nicht so erfreut, eine App zu bewerten, weil ich nicht so weiß, wie das bei Peacekeeping funktioniert. Ich sehe noch nicht so richtig, wie das wirklich nötig sein könnte. Aber da gibt es diese eine App, die wir sehr interessant fanden. Die heißt Eyewitness. Die ist eine App, um Grausamkeiten und Verbrechen zu dokumentieren. Und nimmt die Sicherheit der Leute, die es benutzen, sehr, sehr ernst. Und nicht nur einfach ein Logo auf App und dann mehr im OS, sondern es hat noch ein bisschen Arbeit gebraucht von Sicherheitsforschern, um da Fotos von zu machen und das dann sicher diesen internationalen Gemeinschaften hochzuladen, und dann musst du das mit Zeitstempeln und legalen rechtlichen Dokumenten eingebracht werden. Und ich denke, das Letzte, worüber ich reden möchte, ist 3 kanadische Firmen, die vielleicht auch im Kongress sind, versuchen, mit denen irgendwie was zusammenzumachen. Zum Beispiel Digital Securities, Hubcraft, Cypher, und die Software im Feld der Menschenrechte machen. Und es wäre irgendwie cool, wenn wir mit denen Konversationen machen können und gucken, was wir wirklich schlecht machen von einer Sicherheitsperspektive. Und wenn ich denke, es sollte es sein, das war alles, was ich euch zeigen wollte. Ich werde die Links auf das Etherpad tun, aber ihr könnt auch einfach in die Comments reinschreiben. Ihr dürft auch trollen, das werde ich einfach löschen. Und ich denke, das war das, worüber ich reden wollte. Gebt uns Feedback, lasst uns sagen, was ihr denkt, und seid kritisch.
Thank you very much, Nikolai. We have actually plenty of time for questions. Wir haben ziemlich viel Zeit für Fragen. Also wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann kommen Sie bitte zum Mikrofon. Gibt es Fragen aus dem Internet? Keine Fragen aus dem Internet. Fragen aus dem Publikum? Auch nicht. Bitte kommen Sie ans Mikrofon. Microphone front left, please. From left. Hi. Hey. Hallo. Okay. I guess some reflections. Ich glaube, ein paar Reflexionen. Also für. Ich bin interessiert, ob hier irgendjemand USSD oder gewisse Toolkits oder Technologie entwickelt. Das ist Technological Blending genannt, um die Digitalspaltung zwischen gewissen Sachen zu überbrücken. Der Eingangslevel der Android-Telefone, diese Apps benutzen können, geht immer weiter runter, aber haben wir die Möglichkeiten oder zum Beispiel ein Sim-Application-Toolkit, was komplett vernachlässigt ist. Das ist mehr eine Idee, aber die zweite Frage ist, wie dealt er mit dem Fakt, dass holen Sie Experten aus dem globalen Norden, die Geschichten aus dem globalen Süden erzählen, aber es ist, wie wird das gelöst? Ja. Also ich denke, die zweite Frage kann ich antworten, dass vieles, was wir machen, eine Lernerfahrung ist und wir dann immer eine Zeit brauchen und viele Leute in verschiedenen Projekten engagiert sind und wir reden da darüber, wie sehen so, wie es nicht sein sollte. Und da gibt es viel mehr. Und von mir persönlich, aus meiner Erfahrung, ist, dass wir versuchen, nach draußen zu greifen und wir können da gern später mehr drüber reden. Ich selbst schreibe eine Arbeit über dieses Thema. Wir können gerne weiter unterhalten. Vielen Dank. Microphone on the front right, please. Yeah, thematically bridging the early warning project and the media cloud. Dieses early warning project und die media cloud project zu verbinden, scheint es plausibel, dass Massengrausamkeiten haben Sie irgendeine Forschung oder in die Richtung zur Analyse der Medien getan, um als Frühwarnung für Gräueltaten? Gibt es da irgendwelche Forschungen in diese Richtung? Ja, also eines, was wir besonders interessant fanden, was Media Cloud auch rausbringt, ist, ob das, was in den Medien passiert, auch in den Ländern passiert, zum Beispiel in Burundi. Und wo wir nachgedacht haben, was auch nur eine Idee war, die wir interessant finden, das ist dieses Schiedal-Projekt, was mit Sprache und Ton zu tun hat. Und da wird halt da reingeguckt. Und dann wird das halt fast in Realzeit ausgewertet, in Echtzeit. Wenn du einen Moment hast, wo du denkst, da könnten irgendwelche Grausamkeiten passieren in der näheren Zukunft, dann könnte das etwas sein, wo wir drauf gucken können und irgendwie beobachten, was passiert. Und naja, aber dann überwachst du auch irgendwie ein ganzes Land und das ist auch irgendwie merkwürdig, aber darüber haben wir geredet und ich meine, die Forschung dazu, dass verschiedene Technologien oder Medien in Massengrausamkeiten spielen, das ist zum Beispiel der zufällige Genozid. Da gibt es sehr viel Literatur und viele Radios als zulassende Technologie, weil da sehr viel Hate Speech und nur das Radio war, zum Beispiel. Und
Da gibt es sehr viele Research, sehr viel Forschung. The microphone. Vorne links. Danke für deinen Vortrag. Können Sie ein bisschen mehr darüber erzählen, in einer idealen Welt, was für eine Software, für eine friedensbauende Software fehlt? In einer idealen Welt, wenn da sowas ist, was wir interessant finden, ist, wie wir Zusammenarbeit ermöglichen. Und das finde ich sehr interessant, das anzusehen, denn in vielen Umgebungen haben wir sehr verschiedene NGOs, die sehr verschiedene Kanäle benutzen. Und wenn du es wie ein Gemeinschaftsprojekt machst, dann ist es vielleicht interessant zu gucken, wie wir ganz einfache Zusammenarbeit implementieren könnten. Und viel, was ich für die letzten paar Monate gemacht habe, oder das Jahr, die Tools sind oft da und dann geht es darum, man kann sie benutzen und dann werden sie einfach nicht von vielen NGOs nicht benutzt. So viel Überwachungstechnologie zum Beispiel. Leute wissen darüber, wissen aber nicht, wie man es benutzt und es wäre eigentlich cool, wenn man eine bessere Forschung hätte. Zum Beispiel die Wiki ist gut implementiert, aber es ist ein menschlicher Faktor, die Leute dazu zu bringen, die Technologie zu benutzen, und die wir auch benutzen könnten. Vorne rechts, nächste Frage. Ich habe verstanden, dass Sie offizielle Berichte mit Media Cloud observieren. Sind Sie auch im Social Media tätig, wie die öffentlich verfügbaren Twitter-Streams oder Facebook? Also wir persönlich jetzt nicht. Natürlich gibt es dann ein paar mehr Projekte, die darüber wissen, aber die wissen, wer das tut. Aber das ist auch so ein Ding, wir sind eine Handvoll Leute und in diesem Institut und wir haben jetzt nicht so richtig die technischen Skills jetzt. Und ich denke, es wäre eigentlich wahrscheinlich recht einfach und die Tools sind da, um zu gucken, was auf Twitter passiert und so weiter. Und auf diesem Hackathon in Washington hatten wir was, das so aussah wie das Cheetah Project Twitter und diese Media Cloud gleichfalls. Das aussah wie so ein Risikoeinschätzungssystem. Cheetah evaluiert auch Ton, also wenn es Sätze gibt, die negativ einer bestimmten Gruppe gegenüber sind, dann kann das etwas triggern, auslösen und dann bringt das zu uns zurück. Und dann haben wir dann einen Prototyp programmiert und der würde automatisch zu den Peacebuilding-Leuten auf dem Boden halt die Message senden. Da gibt es viele Gedanken zu, ich bin noch nicht so ganz sicher, wer dann noch drüber nachdenkt, aber ich meine, de facto, Sachen werden mehr einfacher sein in zukünftigen Tagen. Und ich denke, die Gemeinschaft muss damit kommen. Die Twitter-Sentiments sind auch, das kann helfen, danke. Vorne links, nächste Frage. Eine Sache, die für mich gefehlt hat, war das. Aktion für die Zwingung von Frieden. Als dritter Eskalationsschritt, wenn man Grausamkeiten verhindert. Also Truppen entsenden, um Sachen zu verhindern. Was ich gesehen habe, war eher reaktiv und internationale Gesetze sind reaktiv. Und ich glaube, Technologie könnte auch benutzt werden als Offensivwaffe. Das Eyewitness-Programm, also was war eine gute Richtung, wenn man es mit kombiniert, zum Beispiel mit Image Recognition oder Drohnen, kleine Mini-Drohnen, die über das Gebiet fliegen, sodass sie auch sichtbar sind und dass Leute auf dem Boden sehen, die Gräueltaten das auch sehen, dass sie aufgenommen werden. Also das wäre auch interessant. Da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber ja, kann vielleicht sein.
Haben wir noch Fragen aus dem IRC? Nein? One last time. Microphone front left. Die letzte Frage, Mikrofon vorne links. Sie haben erwähnt, dass Technologie verwendet wird, um an die Medien zu schauen. Das scheint auch ein bisschen, das wird auch bereits von verschiedenen Organisationen getan, um Grausamkeiten zu verhindern. Es scheint, dass sie denken, dass Eyewitness ein nicht sehr effektives Werkzeug sei. Aber es scheint, dass der Anreiz an so einem App, die das Medien ist eher indirekt und Bilderkennung ist ein bisschen direkterer Einfluss. Ich frage mich, ob es andere Richtungen gibt, als es einen direkten Einfluss gegen die potenziellen Grausamkeiten gibt. Das ist eine gute Frage und ich denke, mit den Apps, wir haben ein paar Apps gesehen, die nicht wirklich Sinn ergeben. Es ist einfach eine Webseite in einem App, einfach nur um Content zu verpacken. Und das, die Eyewitness-App ist vergleichsweise sehr, sehr smart. Und was war die andere Frage? Ja, wir werden auch über andere Sachen nachdenken. Und nicht nur Eyewitness, zum Beispiel Bildererkennung. Oh. Und wie die Technik selbst eine integrale Rolle spielt, um eine Grausamkeit festzustellen und ob da vielleicht auch andere Wege sind, wie Technologie, die Verhinderung oder die Ergebnisse einer Grausamkeit verändern könnten. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob wir darüber über Bilderkennung in diese Richtung gedacht haben, aber das ist Teil, warum wir hier sind, weil wir wollen Input auf verschiedene Sachen bekommen. Also man kann viel Forschung betreiben, aber menschliches Feedback zu kommen, ist sehr relevant. Und wenn Sie noch ein paar Minuten dabei bleiben, dann könnten wir da gerne weiter diskutieren. Vielen Dank, Nikolai.